Sanfte Klänge auf dieser Messe in Peking. Doch der Handelsstreit mit den USA eskaliert weiter. Mehr als 5000 Importprodukte sind seit heute mit neuen chinesischen Vergeltungszöllen belegt, darunter auch Musikinstrumente. Wenn der Handelskrieg lange dauert, müssen wir vielleicht mehrere europäische Marken auswählen. Aber die amerikanische Instrumentenindustrie ist sehr entwickelt. Kurzfristig ist es nicht leicht, alle amerikanischen Marken auszusortieren. Peking reagiert auf amerikanische Strafzölle, unter denen bereits viele chinesische Exportunternehmen leiden, wie dieser Hersteller für Plastikbecher aus Ningbo, wichtigster Markt, die USA. Verglichen mit dem vergangenen Jahr ist mein Geschäft um 30% geschrumpft. Unsere Mitarbeiter arbeiten hart, um neue Aufträge in anderen Gegenden der Welt zu bekommen. Peking will sich trotzdem dem Druck Washingtons nicht beugen. Wohl demonstrativ besuchte Präsident Xi kürzlich eine Fördermine für seltene Erden. Die USA decken etwa 80% ihres Bedarfs in China. In den Staatsmedien Drohungen, China könnte den Export beschränken. Seltene Erden werden unter anderem für viele Elektrogeräte und in der Rüstungsindustrie benötigt. Peking kündigte auch eine schwarze Liste an mit ausländischen Firmen, die China angeblich schaden. Zuvor hatte Washington den chinesischen Telekom-Riesen Huawei auf so eine Liste gesetzt.